Die Menschen, die sagen, ich bin schlecht in Mathe, also ich, erste Person, bin, vom Verb sein, schlecht, welch ein Urteil, müssten wissen, dass es nicht stimmt. Der richtige Satz, der wissenschaftlich korrekte Satz wäre, Mathe interessiert mich nicht heute. Und das ist auch die einzige Wahrheit. Uns ist immer gesagt worden, und das führt zum verletzten Kind, das wir in uns tragen, so wie du bist du nicht so gut, wie du wärst, wenn du dich abmühen würdest. So wie du bist du nicht so gut, als du wärst, wenn du meinen Erwartungen entsprechen würdest. Und das hört nicht mehr auf, ein Leben lang. Ich habe dich lieb, aber ich hätte dich lieber, wenn du anders wärst, als du bist. Und das ist keine bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe geht nur durch bedingungsloses Vertrauen. Und das bedingungslose Vertrauen ist, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Liebe Community, diese Plattform und auch die Dokumentarfilme entstehen zu 100% durch eure Spende. Wir haben keine kostenpflichtigen Abos und stellen jeglichen Inhalt zeitversetzt online. Unser Dokumentarfilm mt-film.eu und auch project-fovea.com und die Produktion des neuen Films Können 100 Ärzte lügen, sind extrem aufwendige Projekte. Wir müssen investieren in Filmequipment, Server, Grafik und natürlich in die Honorare unseres Teams. Ihr macht das möglich, so dass kritische Stimmen durch viele Menschen eine breite Öffentlichkeit erreichen. Ich danke euch für eure Unterstützung. Euer Kai Stut. Hallo, liebe Zuschauer. Ich freue mich, heute einen wirklich spannenden Gast zu treffen, André Stern. André, erstmal hallo und ja, willkommen in diesem Interviewformat. Ich freue mich heute, dich interviewen zu dürfen. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen und dass du mich interviewst. Wir haben ein paar Parallelen, habe ich festgestellt, indem du bist nicht zur Schule gegangen. Ich bin zwar zur Schule gegangen, kam aber mit dieser Schule überhaupt nicht klar. Überhaupt nicht klar, das muss ich nochmal betonen. Und bin eigentlich aus der Schule gekommen ohne Fähigkeiten. Das ist auch noch eine längere Geschichte, eine längere Familiengeschichte. Ich kann sagen, dass ich nach 15 Jahren Strafsitzen, so würde ich das nennen, in der Schule, praktisch also keine Fähigkeiten mitgenommen habe, die wirklich elementar mein Leben bewegt haben. Und ich habe dabei festgestellt, dass das intuitive Lernen das Wichtigste ist, was es gibt. Was hat dein Lernen geprägt? Ach, ganz vieles in einer kurzen Frage ist da eigentlich zu unterstreichen. Wo fange ich an? Mit den Fähigkeiten. Also du bist aus der Schule so rausgekommen, wie alle Menschen aus der Schule rauskommen, aber auch wie sie eigentlich in die Schule hineinkommen, nämlich mit unzähligen Fähigkeiten. Nur wurden sie nicht entwickelt. Das ist was anderes. Nur ich werde ja immer wieder die Schule in Schutz nehmen, weil vieles, das wir in der Schule als verwerflich oder ungut betrachten, ist eigentlich nur ein Spiegel unserer Haltung als ganzer Gesellschaft. Und das ist das, was mich sehr bewegt. Zu unterstreichen, dass eigentlich in der Schule dieselben Paradigmen und dieselben Haltungen herrschen wie anderswo auf Erden und dass wir es eigentlich nicht erwarten können, dass es in der Schule anders ist als in der restlichen Gesellschaft. Natürlich könnte es in der Schule anfangen, dass was Neues beginnt. Es ist noch nicht der Fall, aber es ist nicht die Schuld der Schule, sondern unsere Haltung als Gesellschaft. Und du wirst sehen, warum ich das jetzt gleich eingangs, obwohl es scheint nicht so direkt verbunden zu sein mit deiner Frage, warum ich das eingangs sagen wollte. Jetzt, intuitives Lernen hast du genannt. Und du fragst mich, wie mein Lernen gewesen ist. Das Problem ist, dass wir ein riesen Missverständnis haben und auch eigentlich eine Art Verhängnis haben mit dem Begriff Lernen. Was ist Lernen? Gibt es Lernen? Kannst du definieren, könnt ihr, die ihr zuschaut und zuhört, könnt ihr definieren, was Lernen ist? Nicht wirklich. Ist es die Speicherung von Informationen? Wenn es das ist, dann funktioniert es leider nicht sehr gut. Und das Missverständnis liegt eben hier, dass wir zwei Dinge verwechselt haben, die miteinander nichts zu tun haben. Wir haben einerseits die
Speicherung von Informationen als das Lernen erklärt und haben andererseits vernachlässigt, dass Auswendiglernen und Lernen nicht dasselbe sind. Auswendiglernen ist etwas, das man tun kann. Zwar erfolglos, wie du sagst, wie du erlebt hast und wie die meisten unter uns erlebt haben. Das ist etwas, das man machen kann. Man kann auch Leute dazu einladen oder sogar zwingen, dass sie was lernen, aber dass sie dann auswendig lernen, ist das. Und wir verwechseln auswendig lernen mit lernen. Auswendig lernen ist also etwas, das man tun kann. Lernen ist etwas, das man nicht tun kann. Lernen ist etwas, das uns passiert. Und zwar deshalb, ich habe das Glück, inzwischen mit Wissenschaftlern zu arbeiten. All die Bücher dort, ja, sind von Ihnen und Sie schicken mir auch entsprechende Artikel, wenn was veröffentlicht wird, weil Sie wissen, wie mich das interessiert. Inzwischen weiß man, dass es Lernen eigentlich nicht gibt, weil unser Gehirn nicht für die Speicherung von Informationen gemacht ist. Das tut unser Gehirn nicht gerne. Und deshalb kostet es uns so viel Mühe, und ich möchte über die Mühe auch sprechen, wenn du magst. Es kostet uns ganz viel Mühe. Wir müssen uns ganz viel abmühen, ja? Strafe sitzen, hast du gesagt, um Inhalte irgendwie in uns hinein zu quetschen, die nicht rein wollen, und um sie auch dort zu behalten, wo sie anscheinend nicht bleiben wollen. Aber unser Gehirn will das nicht. Und deshalb klappt es nicht so gut. Und dann fragt man sich, wofür ist also unser Gehirn optimiert, wenn es nicht für die Speicherung von Informationen gemacht ist? Da ist das Missverständnis. Aber wofür ist es dann optimiert und gemacht, das Gehirn? Das stellt sich ja heraus, dass unser Gehirn dafür gemacht ist, Probleme zu lösen. Und die Evolution, die ja gnadenlos ist, hat uns und unser Gehirn so entwickelt, dass unser Gehirn die beste Fähigkeit hat, und die ist angeboren, Probleme zu lösen und auf die Suche zu gehen nach Lösungen oder Teillösungen, um das, die in Verbindung sind mit den Problemen, die uns beschäftigen. Das kann unser Gehirn ganz gut. Und dann, wenn auf dieser Suche nach Elementen, die ermöglichen, ein Problem zu lösen, wenn auf dieser Suche unterwegs wir einer Information begegnen, die uns ermöglicht, dieses Problem zu lösen oder einen Teil dieses Problems zu lösen, dann passiert Folgendes. Die Information wird gespeichert. Dann wird sie gespeichert und für immer. Aber es passiert noch was anderes, das sie noch mehr verankert. Die Information wird auch im Nu verstanden. Und wenn sie verstanden ist, dann ist sie auch sinnvoll. Und wenn sie sinnvoll ist, dann aktiviert sie unsere emotionalen Zentren. Und das ist der springende Punkt. Ohne Aktivierung der emotionalen Zentren geht eine Information, egal welche sie ist, durch das eine Ohr rein und das andere Ohr wieder raus. Das erinnert uns an das, was uns allen passiert ist, nicht wahr? Und das ist interessant. Wenn eine Information uns betrifft, dann wird sie verstanden. Wenn sie verstanden wird, aktiviert sie die emotionalen Zentren. Wenn sie die emotionalen Zentren aktiviert hat, wird sie gespeichert und zwar für immer. Und die anderen Informationen, die vergessen wir. 80%, stell dir vor, 80% dessen, was wir haben lernen müssen, haben wir nachher wieder vergessen. Und wir mussten das akzeptabel machen, dass wir sonst nicht annehmen war. Die Menschen in unserer Gesellschaft würden das nicht annehmen. Wir haben es akzeptabel gemacht. Das ist ein Trick, das ist unglaublich, was wir geschafft haben als Gesellschaft. Stell dir vor, wir können die Unfähigkeit, eine gewisse Frage zu beantworten, zweierlei beleuchten. Wir können sagen, wenn die Person sagt, na ja, ich hätte in der Schule die Antwort auf diese Frage gewusst, weil ich war immer gut in dieser Materie und ich hatte immer die beste Note. Ich habe natürlich inzwischen alles vergessen. Dann ist das verziehen. Die ganze Gesellschaft sagt Amen. Ja, klar, hast du vergessen. Haben auch wir alles vergessen. Weißt du, das ist verziehen. Wenn aber eine andere Person dieselbe Frage nicht beantworten kann, und zwar aber deshalb, weil sie
die Materie nicht kennt und nie gelernt hat, dann betrachten wir das als Lücke und da tadeln wir, nicht wahr? Ach, da wärst du doch froh, hättest das gelernt in der Schule, nicht wahr? Aber das Lustige ist, dass die beiden Personen am selben Ort stehen. Die können die Frage nicht beantworten. Das müsste man eigentlich gleich bewerten. So, also ohne Aktivierung der emotionalen Zentren wird keine Information gespeichert. Wenn du über die 20% nachdenkst, die du nicht vergessen hast, dann wirst du bemerken, dass es automatisch die 20% sind, die dich irgendwie betroffen haben, berührt haben, die in Verbindung waren mit einem Thema, das dir am Herzen lag, oder die von einer Person dir mitgeteilt wurden, die dir was bedeutete. So, und wie geht das jetzt, um endlich deine Frage zu beantworten, wie ging mein Lernen? Beziehungsweise, wenn ich darf, wie geht mein Lernen? Denn mein Lernen hat ja nicht aufgehört und ich bin ein 51-jähriges Kind und es gibt gar keinen Grund, warum wir so in Panik geraten sollen und so viel Druck machen sollen, dass die Kinder, als wenn sie Kind sind, lernen müssen, als ob es später dann nicht mehr möglich wäre zu lernen, was ja alles widerlegt, was wir wissen und kennen. Und unser eigenes Überleben hängt davon ab, dass wir lernen können, nicht wahr? Auch als sehr alte Kinder. Das Ding ist, von dieser Aktivierung der emotionalen Zentren würde man gerne wissen, wie man sie künstlich und von außen bewirkt. Weißt du, wenn ich von außen ich weiß nicht, auf einen Knopf drückte und dann bist du in einem Zustand der Aktivierung der emotionalen Zentren, wäre es praktisch. Dann könnte ich alle möglichen Inhalte in dich hineingießen und die würden sitzen, die würden bleiben, nicht wahr? Leider gibt es keine extrinsische Art und Weise, diese emotionalen Zentren zu aktivieren. Es gibt nämlich nur eine Tätigkeit, die diese emotionalen Zentren aktiviert, und diese Tätigkeit ist das Spielen. Das Spielen ist die einzige Tätigkeit, die uns ermöglicht, in einen Zustand zu geraten, in dem alle Informationen, denen wir begegnen, gleich verstanden und gespeichert werden. Um deine Frage also zu beantworten, ich bin leider, fürchte ich, in unserer Landschaft eine Ausnahme und das macht mich traurig, weil es ja kein Verdienst ist und weil es traurig ist, dass nur ich so in dieser Lage bin. Ich bin in unserer Landschaft, glaube ich, der Einzige, der diese Frage beantworten kann. Was denn passiert mit einem Kind, das 51 Jahre lang in seinem Spielen nicht unterbrochen wird? Spielen ist das, was alle Kinder tun, sobald wir sie in Ruhe lassen. Und wenn wir sie nicht unterbrechen würden, würden sie das ganze Leben lang spielen. Das habe ich gemacht, 51 Jahre lang, und kann dann die Frage beantworten, die keiner sonst und keine sonst beantworten kann, weil niemand es eigentlich gewagt hat, das zu probieren und alle diese Befürchtungen im Kopf haben, die sie selber nie erlebt haben. Niemand weiß, was daraus wird, aber alle haben die Idee übernommen, dass dann so ein Kind dann chaotisch, undiszipliniert, asozial, Analphabet und arbeitslos ist, nicht wahr? Obwohl niemand das getestet hat und obwohl nur ich eigentlich hier stehe und diese Frage beantworten könnte, wenn man sie mir stellte. Ja, du hast gerade etwas angesprochen, was ganz, ganz wichtig ist. Und zwar glücklicherweise auch zum Schluss. Deswegen möchte ich die Frage da nämlich auch drauf aufbauen. Ich bin aus einem Schulsystem gekommen, wo ich dann hinterher keine Fähigkeiten hatte. Das lag aber auch noch an anderen Faktoren. Und habe dann aber das, was du nämlich Spielen nennst, tatsächlich auch gemacht. Ich habe das Leben einfach gelebt als junger Mensch und habe einfach das, was ich mir in den Kopf kam, wozu ich Lust hatte. Also ich war lustgesteuert, wie du das nämlich auch beschreibst, und habe dann viele Fähigkeiten gelernt. Ich habe autodidaktisch fotografieren gelernt. Ich habe eine große Agentur geleitet. Ich war Chefredakteur von einem Magazin und jetzt mache ich einen Kanal, der kritische Inhalte macht. Alles autodidaktisch beigebracht. Und trotzdem habe ich immer diese Klammer dieses Schulsystems, was mich immer wieder auch so zurückzieht. Und deswegen kann ich natürlich so ein bisschen, deswegen kann ich das verstehen, was du gerade sagst, nämlich diese intuitive, emotionale Kraft zu lernen, die spielerische Kraft zu lernen. Und ich weiß aber auch und spüre auch die Blockaden, die auch heute noch als 58-jähriger Mensch oder 58-jähriges Kind in mir stecken. Na,
So, das heißt also, ich bin sozusagen ein Wandler der Welten, könnte man jetzt vielleicht in dieser Situation beschreiben. Und dabei ist mir eins aufgefallen. Das, was du, von dem du erzählst und von dem auch ich erzähle, das können viele Menschen nicht nachvollziehen, weil sie es nicht erfahren haben. Wir reden also über etwas, wo eine Gefühlsebene eröffnet werden muss, die aber nur verstanden werden kann, wenn man diese Erfahrung der Gefühlsebene gemacht hat. Ist das der Grund, warum du in Talkshows und in, ja, wo immer du, wo du auch immer wieder sozusagen in eine Pro-Kontra-Situation gebracht wirst? Ist das der Grund, hast du auch diese Erfahrung gemacht, dass die Gegner oder diejenigen, die dich kritisieren, genau diese Erfahrung nicht hatten? Eigentlich nicht, weil ich ja keine Theorie vorstelle und keine Methoden verteidige und niemanden angreife. Es ist eine Landschaft, das ist nämlich die Landschaft der Kindheit und die existiert und die haben wir in uns und die ist nicht widerlegbar. Das ist etwas, das wir kennen, weil wir selbst Kind gewesen sind. Ich tue sie nur beleuchten und zwar so, wie die Kinder sie beleuchten würden und bin unterwegs als Botschafter der Kinder. Und das ist eine Erfahrung, die alle gemacht haben. Und ich möchte es fühlbar machen, warum ich meine, dass es, und deshalb auch eigentlich kaum widerlegbar, es geht mir auch nicht darum, Recht zu haben, denn es geht nicht um mich, es geht um uns und es geht um unsere Kinder, weißt du? Und ich mache es fühlbar. Und zwar anhand von etwas, das du gerade gesagt hast. Du sprachst von diesen Blockaden, die du in dir spürst und die von der Zeit her stammen, wo du in dieser gewissen Lage gewesen bist, in der du dich in der Schule befandst und du wusstest nicht, dass das nicht die Schuld der Schule ist, sondern die Schuld einer allgemeinen Haltung einer ganzen Gesellschaft dem Kind gegenüber. Es gibt einfach Kinder, die sind besonders loyal und den anderen und andere, sie sind sich selbst besonders loyal. Das warst wahrscheinlich du, was an sich schon eine Fähigkeit ist. Das sind diejenigen, die dann sagen, das lasse ich mit mir nicht machen. Dass ihr mich nicht werden lasst, wer ich werden könnte, sondern dass ihr durch eure Präferenzen mich dazu quasi zwingt, das zu werden, was ihr im Kopf habt für Vorstellungen, was ich werden sollte. Und das sind immer die Besten unter uns, die das machen. Die Stärksten, vor denen wir eigentlich knien sollten, vor Dankbarkeit, dass sie das nicht aufgeben, was wir alle sein könnten. Und das warst du. Und jetzt, wenn du von diesen Blockaden sprichst, ist es, weil, und das ist so einfach und das ist so packend, weil du dich heute noch so ansiehst, wie man dir damals, also wie man dich damals angesehen hat, als du Kind warst. Und das ist ein Verhängnis und das ist alles sehr erklärbar und wird zusammengefasst in einem Satz, den ich den wichtigsten finde. Also wenn es einen Satz gibt, den ihr jetzt mitnehmen solltet oder könntet, dann ist es folgender Satz. Unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das Gewicht und die Wichtigkeit von dieser Aussage bemerkt. Unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Ich sage dir gleich, warum. Wir haben als Gesellschaft eine Gattung. Wir haben Kategorien erfunden. Wenn du mich fragst, fragst nicht, aber wenn du fragen würdest, woher die Erfindung der Kategorien stammt, dann würde ich sagen, von älteren weißen Männern, cisgender und heterosexuell, die dann entschieden haben, wir sind eigentlich die herrschende Kategorie, wir erfinden Kategorien und dann stellen wir Hierarchien her zwischen diesen Kategorien und wir sind die Herrschende, nicht wahr? Und ab dann war überhaupt die Möglichkeit, Menschen zu trennen, erfunden und dann war überhaupt die Möglichkeit erfunden worden, diese auch verschiedenartig zu bewerten, was völlig absurd erscheint, wenn man es so beschreibt, aber der Ordnung unserer Welt entspricht, nicht wahr? So, und dann, also ist es ja eindeutig, dass weiße Männer dann die anderen Kategorien unterdrücken, zum Beispiel die Frauen, aber Männer und Frauen unterdrücken, beziehungsweise Erwachsene dominieren Kinder. Und das ist unsere Weltordnung. Es ist fast wie schockierend, wenn ich sage, nicht wahr? Männer und Frauen dominieren Kinder. Das ist aber die Wahrheit.
Weil wir haben ja diese Kategorie Kindheit erfunden. Wir wissen nicht wirklich, wann sie endet, aber mehr oder weniger haben wir so Rendezvous fixiert, nicht wahr? Mit 18 und so weiter zum Beispiel. Oder mit 20, da passiert was und so weiter. Aber das ist alles nicht im organischen Kontinuum. Die Menschen wachsen andersartig auf, nicht wahr? Und manche sind mit 5 Jahren weiter als andere mit 13. Und deshalb sind diese Kategorien total künstlich, aber wir halten uns daran. So, und die Kategorie Kindheit ist eine Art Ghetto. Und wir haben dieses Ghetto erfunden, wir haben da rundherum hohe Mauern gebaut und einen Burggraben voller Wasser. Und wir sitzen am anderen Ufer, beobachten die Bewohner des Ghettos, die wir selbst hineingetan haben, und die dann das Problem haben, dass sie das glauben, dass sie glauben, dass das ihre Welt ist. Und das Ghetto ist entstanden durch unsere Haltung, wird aufrechterhalten durch unsere Haltung, aber auch durch die Maßnahmen, die wir erfunden haben, die nur Kinder betreffen, die Haltung Kindern gegenüber also und die verschiedenen Gegenstände, die wir für Kinder entwickelt haben. Die lächerlichen Spielsachen, die so grell und lächerlich proportioniert sind, die gewissen Comics und Zeichentrickfilme und so weiter, die alle für Kinder gemacht sind, wofür sich Erwachsene schämen würden und so weiter. Das ist die ganze Apparatur, die wir der Kindheit angeblich angepasst haben, aber womit wir eine Trennung herstellen zwischen Kindern und uns. Auch die Art und Weise, wie wir Kindern begegnen. Also stell dir vor, du in deinem Alter, ich in meinem Alter. Also ich meine, zwei Männer in den 50, wir kennen einander nicht. Wir haben uns noch nie gesehen, wir laufen aneinander vorbei in irgendeiner Stadt oder auf irgendeiner Straße. Und wenn ich an dir vorbeilaufe, halte ich plötzlich an, komme zu dir und streichle mit meiner bloßen Hand dir über den Kopf so und sage: Mensch, ist der Kai süß. Ah, na, ist der süß. Ich weiß deinen Namen noch gar nicht, weißt du? Stell dir vor, ich tue das. Stell dir vor, du bist eine Frau, ich bin ein Mann in den 50, du bist eine Frau in den 20 und ich komme und fahre, oder mit der 30 und fahre dir mit der Hand über den Kopf. Wie reagierst du dann? Höchst empört hoffentlich und schiebst mich zurück oder rufst zur Hilfe und hoffentlich gelange ich in große Schwierigkeiten für diesen Eingriff, nicht wahr? Übergriff. Aber als Kind muss ich das annehmen. Als Kind muss ich das annehmen, dass man mir Dinge antut, die Erwachsene für absolut unerträglich halten würden. Merkst du, das ist eine Trennung. Das ist der Moment, wo ich dir, Kind, das Gefühl gebe, du Kind verdienst es nicht oder bist einfach, gehörst nicht dazu, und das Nicht-Dazugehören ist das Schmerzhafteste, was es gibt für uns Menschen. Du gehörst nicht dazu. Noch nicht. Wenn du dich abmüsst, vielleicht dann. So, und wir haben dieses Ghetto. Und wir sitzen am anderen Ufer und entscheiden über Maßnahmen und Regelungen für die Bewohner des Ghettos. Die Kinder aber sind so loyal. Und sie wollen so sehr zwei Dinge. Sie wollen sein, wo wir sind. Und sie wollen tun, was wir tun. Also klettern sie über die Mauern, schwimmen über den Burggraben, kommen triefend nass am anderen Ufer an, setzen sich neben uns hin und sind schon mal einmal zufrieden, weil sie da sind, wo wir sind. Und nimm es virtuell. Also das eine Bedürfnis ist gestillt, da zu sein, wo wir sind. Und dann müssen sie nur noch das tun, was wir tun, um ganz da zu sein, wo sie sein wollen. Und die einzige Lösung, das zu tun, was wir tun, ist, sich selbst so anzusehen, wie wir sie ansehen. Und wenn wir sie so ansehen, wie das unsere Gesellschaft tut, als kleine Wesen, Notdürftige, die am Nullpunkt der menschlichen Entwicklung sind und noch nichts können und nichts können werden, werden wir es ihnen nicht beibringen, wenn wir sie nicht unterrichten und wenn wir ihnen keine Regeln und Grenzen zeigen und so weiter, was diese weißen alten Männer alles entwickelt haben für Konzepte, die alle nicht stimmen. Ja, dann sehen sie sich am Ende so, wie wir sie sehen. Und alles, was du über dich sagst und deine Zeit in der Schule, stimmt nicht. Es ist einfach, dass du dich so siehst, wie man dich damals angesehen hast und das weitertransportierst und gegebenenfalls deine eigenen Kinder dann auf dieselbe Weise anschaust, wie du angeschaut worden bist, obwohl das ein Verhängnis ist und dir gar nicht gefallen hat. Und das bist nicht nur du, Kai, der das macht, sondern alle, die hier zuhören.
Und all diese Blockaden, die du erwähnst, stammen einfach von dieser Zeit. Sind einfach die Menschen, die sagen, ich bin schlecht in Mathe. Also ich, erste Person, bin vom Verb sein. Schlecht, welch ein Urteil. Müssten wissen, dass es nicht stimmt. Der richtige Satz, der wissenschaftlich korrekte Satz wäre, Mathe interessiert mich nicht heute. Und das ist auch die einzige Wahrheit. So. Ich glaube, dieser Satz, dass wir so werden, wie man uns sieht, ist der Schlüssel zu was Neuem. Wenn wir die Kinder so sehen, wie sie eigentlich sind, sie sind Potenzialbomben. Sie können alles werden und alles lernen, was der Mensch werden und lernen kann. Es gibt da keine. Es gibt um dein Wort wieder aufzunehmen, es gibt unbegrenzte Fähigkeiten in uns, weil die genetischen Programme, die uns machen, keine Ahnung haben, wo und wann wir auf die Welt kommen werden und somit nicht wissen, worauf sie uns vorbereiten sollen, für welche Umgebung. Und dann, dass sie nicht wussten, welche Potenziale wir brauchen, haben sie uns ausgestattet mit allen möglichen, damit in diesem Übermaß auf jeden Fall diejenigen darin sind, die wir brauchen, um zu überleben in unserer jeweiligen Umgebung. Das heißt, du bist voller Fähigkeiten. Die sind da und warten nur darauf, dass du dich begeisterst. Und wir hätten nochmals einen sehr wichtigen Begriff fallen lassen. Ich möchte mal ganz kurz mit dir gucken auf diese Gesellschaft. Wenn du so lebst, wie du lebst, mit dieser unglaublichen Kraft, die in uns drinsteckt, in dieser Liebe, etwas zu tun, und du guckst auf diese Gesellschaft und beobachtest diese Gesellschaft, dann macht es mir, also der nicht wie bei dir wahrscheinlich durchgängig dieses Gefühl hat, sondern immer wieder ein starkes Gefühl der Leidenschaft, etwas zu tun. Und wenn ich diese Gesellschaft dann beobachte, dann sehe ich eine Gesellschaft, die aus meiner Sicht ein ganz, ganz extremes Problem hat, die eigentlich aus meiner Sicht schwer krank ist. Eine Gesellschaft, die ja einfach Strukturen aufgebaut hat, die aus meiner Sicht absolut unverständlich sind. Ich sehe viele Dinge aus der Sicht eines Kindes. Also für mich Ich sehe. sind Kriege absolut nicht nachvollziehbar. Für mich sind ja ein Land zu verteidigen, wo man virtuell Grenzen hingepackt hat, um andere Menschen totzuschießen, absolut nicht nachvollziehbar. Und ganz, ganz viele andere Dinge in dieser Welt sehe ich aus der naiven Sicht eines Kindes. Und ich bin glücklich darüber, dass es so ist, auch wenn mir viele Argumente um die Ohren gehauen werden muss, dass es wichtig ist, jetzt zum Beispiel in die Ukraine schwere Waffen zu liefern, weil die Menschen dort sich gegen die bösen Russen verteidigen und müssen. Und so gibt es ganz, ganz viele Dinge, wo ich eigentlich eher auch das aus der naiven Sicht eines Kindes sehe, dass ich mir einfach sage, wieso produzieren wir überhaupt erstmal so viel Waffen, um sie dann einzusetzen? Ist unsere Gesellschaft in einer Hierarchie und in einer Schizophrenie, also einer darauf folgenden Schizophrenie, gefangen und sieht sie nicht mehr wirklich die Möglichkeiten und die Lösung und einfach die Freude, dieses Leben wirklich nutzen zu können? Also ist sie wirklich verblendet? Also wenn du wirklich an die Wurzel gehen willst, sind wir beim Patriarchat auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der Krieg kommt vom Patriarchat, das ist ganz eindeutig. Ja? Und auch von der Zeit, wo wir angefangen haben, anstatt einfach in der Gnade das zu pflücken, was es gab, wo wir angefangen haben, dann den eigenen Acker zu bauen und auch dann verteidigen zu müssen. Das ist eine alte Geschichte in uns und die ist schon geprägt vom Patriarchat. Und das ist, weil ab dem Moment, wo es ein Stück Land gab, das angeblich dir gehört, dann waren die Umstände gegeben. Und das ist der Ursprung allen Übels. Also, und du wirst das bemerken. Das Weibliche wurde einfach verdrängt und das, was wir als das Männliche bezeichnen und bewerten, so wie das Weibliche, das sind einfach Konzepte noch einmal. Ne? Und das, was wir unter männlich verstehen, eben Krieg, Verteidigung, all diese Dinge wurden dann entwickelt.
Wir sind aber an einem Wendepunkt und das ist interessant. Das geht so nicht weiter. Weißt du, irgendwie gehen die alten Muster so nicht mehr. Die Gesellschaft, sagtest du, ist krank. Ich meine, sie fiebert gerade und Fieber ist gesund. Leider ist es im Moment ein Fieber ohne Lustigkeit, das ist klar. Hand in Hand mit diesem Patriarchat ist gekommen unser Kult der Mühe. Und warum haben wir einen Kult der Mühe entwickeln müssen? Naja, weil wir der individuellen Begeisterung den Rücken gekehrt haben. Und das ist, und man fragt sich, warum, nicht wahr? Wir wissen, und du bist ein Beweis dafür, dass die Begeisterung uns Flügel verleiht. Und ich benutze bewusst das Wort Begeisterung und nicht Leidenschaft, weil Leidenschaft enthält Leiden und verbrennt dich. Du kannst an deiner Leidenschaft vergehen, weißt du? Ich verwechsle auch nicht Begeisterung mit Freude, weil die Begeisterung dich manchmal auf Wege führt, die steinig sind. Manchmal führt sie dich durch Gänge und Tunnels durch, wo die Freude gar nicht mehr vorhanden ist. Aber die Begeisterung dich so begleitet und vorantreibt, dass du trotzdem da durchkommst. Das sind die Geschichten, die wir immer mögen, ne? Wo du nicht wusstest, dass es nicht möglich gewesen ist und du es deshalb gemacht hast. Wir wissen die Kraft der Begeisterung, das ist der Zustand der Kindheit. Ein höchst kreativer Zustand übrigens, weil die Kinder, so wie du sagtest, du pendelst zwischen zwei Welten, die Kinder pendeln auch zwischen zwei Welten, sie sind Grenzbewohner. Und sie leben zwischen der imaginären und der realen Welt und bereichern beide durcheinander, nehmen einen Stein in der realen Welt und machen in der imaginären Welt daraus ein Auto. Und wir sehen nicht, dass das ihre unglaubliche Kreativität ist und andererseits auch also das ist die Gestaltungslust und andererseits die Entdeckerlust und schlussendlich auch die Gestaltungslust, die Kinder vorantreibt. Und wir haben dann, dadurch, dass wir Kategorien und Hierarchien erfunden hatten, haben wir dann natürlich auch die verschiedenen Berufe einstufen müssen. Wir haben dann die Fächer einstufen müssen, weißt du, bewerten, eine Hierarchie aufstellen. Und ab dem Moment, wo wir das gemacht haben, war es eigentlich das Ende unserer Begeisterung. Also der erste Killer ist das Müssen. Wenn du etwas machen musst und nicht willst, dann ist deine Begeisterung, also wo die Pflicht ruft, meldet sich die Begeisterung ab. Das Müssen, das sinnlose Müssen, du verstehst nicht, warum du jetzt hier absitzen musst und diese Dinge in dich hineinquetschen musst. Der Sinn fehlt. Und du musst, und die Begeisterung ist weg. Und dann, dadurch, dass wir eigentlich nur ein paar Fächer und ein paar Berufe erkoren haben zu denjenigen, die es verdienen, dass wir uns für sie begeistern, ne? Und gerade da es diejenigen sind, für die die meisten keine Begeisterung empfinden, weil wir das gemacht haben, haben wir die Menschen dazu gebracht, ihre Fähigkeit, sich zu begeistern, herunterzufahren. Weißt du, wenn du dich zum Beispiel begeisterst für Fotografie und ich dir sage, naja, Fotografie ist schön und gut, aber es gibt so viele Menschen, die gute Fotos machen, weißt du, und da bist du nicht sonderlich dafür begabt, du bist auch nicht besonders gut in der Schule, da muss man ein gutes Studium machen, um guter Fotograf zu werden, das ist kompliziert, da musst du dich in Sachen Optik verstehen, da musst du dich in Sachen Chemie verstehen. Und so weiter, weißt du, und das mit den schlechten Noten, die du in der Schule hattest, kannst du das nicht werden, erstens. Und zweitens, guck, es ist kein wirklicher Beruf, also nur ganz wenige können davon leben, weißt du, und das ist ein harter Beruf und der ist nicht so, und der wird auch nicht angesehen. Also wer erinnert sich an dich, weißt du, also wenn du ein ganz großer Künstlerfotograf bist, dann vielleicht, aber sonst, weißt du, also es wäre schon besser, wenn du
in der Schule besser gewesen wärst oder dich jetzt wieder zusammenpackst und dein Studium anpackst, damit du was Besseres wirst. Also ich weiß nicht, Anwalt oder Arzt, ja, oder Ingenieur, weißt du, das ist dir angesehen. Und da machst du auch Geld und so weiter. Ab dem Moment, wo man dir so etwas sagt, versucht man, deine Begeisterung, sagen wir, für Fotografie herunterzufahren und man versucht, dich so anzuhetzen, nicht wahr, so anzuheizen, dass deine Begeisterung angeblich für Mathematik zum Beispiel steigt. Das geht leider nicht. Wenn durch meine Meinung und wenn diese meine Meinung ist nicht meine, sondern diejenige einer ganzen Gesellschaft und diese Gesellschaft, die umringt dich, nicht wahr? Und dass, wenn diese allgemeine Meinung ist, dass Fotografie nicht so der tollste Beruf der Welt ist, dann bemerkst du, damit du mindestens dazugehörst, dass auch du denken sollst, dass Fotografie schlussendlich nicht so gut ist oder nicht möglich ist und so, und dann fährst du deine Begeisterungsfähigkeit für Fotografie herunter. Aber das Ding ist, man kann sie nicht geregelt, also nicht verschiedenartig herunter oder fahren oder höher fahren, unsere Begeisterungsfähigkeit. Man kann sie nur allgemein herunterfahren. Wenn du deine Begeisterung für Fotografie herunterfährst, fährst du deine allgemeine Fähigkeit, dich zu begeistern, herunter. Das heißt, es gibt da keine Chance, dass du dich für was anderes begeisterst. Nicht wahr? Und ab dem Moment, wo wir das gemacht haben, ab dem Moment, wo wir unsere Begeisterungsfähigkeit heruntergefahren haben, dann ist die Zeit der Mühe gekommen. Weil dann ist es nur noch Mühe. Und wir mussten also den Kult der Mühe entwickeln, damit die Leute überhaupt annehmen, sich so viel Mühe zu geben. Begeisterung kann sehr anstrengend sein. Du kannst am Ende des Tages so erschöpft sein, aber du hast dich angestrengt, nicht abgemüht. Das ist ja der ganz, ganz große Unterschied. Und Und es dann hat kommt Spaß eben, gemacht. was meinst du? Und es hat natürlich unheimlich Spaß gemacht. Oder Es hat Spaß oder nicht einmal Spaß gemacht. befriedigt. Es hat einen befriedigt. Eben, es ist einfach anders nicht möglich gewesen. Ich komme gleich mit einem praktischen Beispiel, wenn du willst. Auf jeden Fall, wenn die Begeisterung nicht mehr da ist, bleibt nur noch die Mühe. Weißt du, wie du da schleppst. Und damit die Leute das annehmen, haben wir dann einen Kult der Mühe entwickelt, wie gesagt. Das heißt, die Mühe ist an sich gut. Es ist gut, sich Mühe zu geben, weißt du? Es ist ein gutes Zeichen und du wirst anerkannt dafür, dass du viel Mühe empfindest. Das wird also, weißt du, auch wenn die Resultate nicht gut sind, der hat sich so viel Mühe gegeben, weißt du? Und um diesen wichtigen Unterschied, der neben dem Patriarchat diese deine Frage beantwortet, um diesen Unterschied noch kurz zu schildern. Du sprachst von den Dingen, die du heute nicht, noch immer nicht verstehst, wie Krieg und Wettbewerb und Wetteifern und so weiter. Es gibt Dinge, von denen ich mich sehr, sehr entfernt habe oder von denen ich die Überzeugung entwickelt habe, dass sie wirklich nicht mir nicht entsprechen. Das ist einerseits Sport und andererseits Motoren, Autos. Natürlich ist das Leben voller Überraschungen. Und da kommt mein Großer, Antonin, der inzwischen bald 13 ist, der kommt und sagt mit 8: Motorsport ist mein Leben. Das sind diese Momente, wo es dann eine Art Konflikt in dir gibt zwischen deinen eigenen Überzeugungen und deiner noch größeren Überzeugung, dass die Kinder ihre Geschichte selbst schreiben und dass du dich selbst nicht einer Überraschung berauben solltest, wie dieses Kind eigentlich die Welt des Motorsports durch seine Wesensart für immer verändern kann, weißt du? Und das ist klar, er schreibt die eigene Geschichte. Meine Überzeugung ist größer als meine Überzeugung, dass Motoren und Sport das Schlimmste sind, was es gibt. Und so fängt er an, diese Laufbahn zu gehen und hat inzwischen immer noch nicht aufgehört. Mit 8 hat er das gesagt. Mit 8, das sind jetzt bald Ja. 5 Jahre. Und dann nimmt er an Rennen teil und die neue Beleuchtung kommt schon. Weißt du, er sagt, ich fahre nicht gegen die anderen, ich trete nicht gegen die anderen an. Ah ja? Nein, ich fahre um die Wette, ich kämpfe, ich fahre gegenüber meinen Grenzen.
Ich will meine Grenzen immer weiterbringen und die anderen sind mir dabei ein Maßstab, aber ich war nicht gegen sie, ich war gegen meine Grenzen. Wow, das hat mir Eindruck gemacht. Sowieso, also er nimmt an Rennen teil und mich hat es besonders bewegt, als er eines Tages bei einem Rennen war mit sehr viel Regen. Dann ist die ganze Piste wirklich wie ein Schwimmbad und mit diesen kleinen Rennautos, mit denen sie da mit 10 fahren. Da ist man eigentlich wenig geschützt vor Regen und sie fahren so durch die Wasserpfützen und sie spritzen überall rum, diese Pfützen. Also du merkst, die fahren durch eine Wasserwand. Und das rutscht so und die sind so. Und das war im November, weißt du? Und die Rennen finden immer in 3 Runden statt, 3 mal 10 Minuten. Und nach 10 Minuten fahren die Kinder in die Boxenkasse. Der kommt da an und ich versuche ihn aussteigen zu lassen aus dem kleinen Auto. Das Problem ist, dass diese Sitze bei diesen Rennautos, die sind ja wie eine Badewanne. Ich weiß nicht, ob du die Form schon kennst. Und die sind regelrecht eine Badewanne, wenn so viel Wasser so über sie strömt. Und ich versuche ihn aufstehen zu lassen und er schafft es nicht, weil das wie ein Vakuum schafft. Weißt du, wir müssen zu zweit ziehen. Gluck, dass wir ihn da herausnehmen aus seinem Sitz. Triefend nass natürlich, also wir leeren dann den Sitz und ich nehme ihn in die Paddocks mit und will sehen, ob der Overhaul so nass ist oder ob es auch durchgedrungen hat, weißt du, ob auch die Unterwäsche, die spezielle Unterwäsche, ob sie auch ein wenig nass geworden ist oder nicht, weißt du? Und ich stehe so vor ihm, ich nehme dann den Reißverschluss herunter. Ein Liter Wasser mindestens fließt da heraus, weißt du? Uah, ich bin ganz erschrocken. Und der ist so erfriert, erzittert. Du weißt, es ist im November, kalter Regen, es ist kalt draußen, kalt drinnen in den Paddock auch. Er zittert am ganzen Körper, er hat violette Lippen. Weißt du, es ist es. Und die Unterwäsche ist einfach genauso triefend nass wie der Rest des Overalls. Ich nehme ihm die Unterwäsche weg, weißt du, und ich drehe daran und so viel Wasser kommt da raus, ist eine ganze Pfütze auf dem Boden. Ich weiß gar nicht, wie ich da, ich habe nicht gedacht, dass das so ist. Ich habe keine Ersatzunterwäsche gebracht, nichts, weißt du. Ich sage ihm, warte, ich gehe zuerst mal. Ich suche einen Lumpen, um diese Wasserpfütze jetzt zu trocknen oder mehr oder weniger zu beseitigen. Bleib da mal stehen, Unterwäsche daneben, Overall bis zu den Knien, weißt du. Ich bin in einer Minute zurück, ich suche auch etwas, um dich abzutrocknen, um dich zu erwärmen. Ich gehe weg. Ich komme zurück gleich und sage ihm, meinst du nicht, wir sollten da aufgeben? Was sagt er aufgeben? Wozu? Warum? Ich sage dir, schau, du bist so nass, du wirst dich erkälten, das ist nur noch Leiden, weißt du? Du plagst dich da nur. Auf keinen Fall. Also gehe ich und suche nach einer Lösung, komme nach einer Minute zurück. Der Kerl hatte die nasse, kalte Unterwäsche wieder angezogen. Du musst dir das Gefühl vorstellen, ja? Ich merke, wie es unser. Und hatte darüber den nassen Overall wieder angezogen und den Reißverschluss zugemacht und schon den Helm wieder angezogen und zitterte weiterhin so und sagte: Also los, los, ich will jetzt losfahren. Und fuhr so triefend nass durch den Wind, durch den Regen weiter die 2 übrigen Runden von diesem Rennen. Und das ist ein Kind, das getragen ist von einer so unglaublichen Begeisterung. Er kann gar nicht anders, weißt du? Aufgeben kommt nicht in Frage und er empfindet, er bemerkt, erstens, es ist sehr, sehr ermüdend, das zu machen und es ist gar nicht angenehm. Alles mit dieser nassen Kleidung ist unangenehm und da also noch zu fahren ist noch unangenehmer, weißt du? Er tut es sich an, leidet dabei nicht, weil er von der Begeisterung getragen ist. Nimm dasselbe Beispiel und stell dir vor, dieses Kind will das die ganze Zeit überhaupt nicht. Stell dir vor, welch eine Plage das Ganze wäre, wenn ich ihm das Gegenteil sagen würde, wenn ich sage, du musst jetzt, weißt du? Das wäre unerträglich. Der würde in Ohnmacht fallen vor Kälte und so weiter. Was er nicht getan hat, weil er das wollte, das ist der unglaubliche Unterschied. Und wenn wir das fühlen, und das passiert jetzt gerade, und ich bin dir dankbar, dass du mir die Möglichkeit dazu gibst, weißt du, diese Landschaft der Begeisterung und der unglaublichen Kraft, die sie uns gibt,
Diese Landschaft ist in uns, sie ist nur verdeckt von Vorhängen und Schleiern. Und jetzt durch dieses Gespräch haben wir eine kleine Ecke gelüftet und alle können diese Landschaft erblicken und sich daran erinnern. Und das ist der Anfang von was Neuem. Es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil ich habe exakt, ich mache es auch ganz, ganz kurz, genau das erlebt. Als Elfjähriger wollte ich unbedingt Rennrad fahren. Ich war aber sehr, sehr schwach. Ich hatte einen sehr schwachen Körper, weil ich in der Kindheit sehr krank war. Und ich wollte unbedingt die Tour de France fahren. Und ich habe also immer alles, was mit Radfahren zu tun hat, habe ich aufgesaugt. Meine Eltern wollten auf keinen Fall, weil ich halt so dünn und so krank war, dass ich Rennrad fahre. Und ich habe mich dann aber durchgesetzt. Und bin vom 11. Recht Lebensjahr so. bis zum 18. Lebensjahr Radrennen gefahren bei minus 15 Grad, bei Regen, bei jedem Wetter. Und bin jedes Radrennen, ich bin jedes Jahr so zwischen 20 und 50 Radrennen gefahren. Ich bin immer Letzter geworden, 7 Jahre lang. Und der große Traum, die Tour de France zu fahren, war immer natürlich da. Und nach 7 Jahren bin ich das erste Mal gleich Erster geworden. Und hatte plötzlich einen starken Körper, war wieder gesund, hatte einen mentalen Sport, bei dem ich fantasieren konnte, bei dem der Geist sozusagen sich beruhigt. Also eigentlich eine meditative Sportart in der Natur, in der frischen Luft, in den Naturgewalten. Und es hat dann noch weitere 16, 18 Jahre gedauert und da bin ich tatsächlich die Tour de France mitgefahren. Und zwar nicht als Radrennfahrer, sondern als der private Fotograf von Jan Ullrich und Lance Armstrong. Und das ist genau das, was du eigentlich erzählt hast. Eieiei. Begeisterung ist, ich werde mir das auch jetzt angewöhnen, weil, wie gesagt, ich habe immer Leidenschaft gesagt, aber Begeisterung ist tatsächlich das bessere Wort, ist das, was die Gesellschaft aus meiner Sicht evolutionieren kann. Jetzt kommen wir aber mal auf eine Sache, die jetzt auch dich persönlich halt betrifft, und die ich ganz gerne abgleichen möchte. Wenn du diese Gesellschaft beobachtest und einfach auch, diese Gesellschaft ist ja sehr selbstherrlich, weil sie natürlich auch sehr viel Erfolge vorzuweisen hat. Sie hat die Erfolge vorzuweisen, dass man mit Raketen in den Orbit fliegen kann, dass wir hier momentan per Zoom uns unterhalten können. Unsere These, die wir ja propagieren, wird natürlich von der Gegenseite als Humbug abgetan, weil auf der anderen Seite ist, auf der Habenseite der Computer, das Auto, die ganzen Erfindungen, die Gesellschaft sagt, ja, das haben wir so mit unserer Struktur, mit unserer Hierarchie hergestellt. Und wenn man dann uns beobachtet, dann sagen die, ja, mit euch wäre so etwas nicht möglich. Wäre aber. Also was haben wir auf unserer Habenseite? Was können wir vorweisen? Und da glaube ich, haben wir etwas, was viel, viel wichtiger ist. Aber das würde ich natürlich ganz gerne von dir wissen wollen. Was haben wir auf unserer Habenseite, was so wichtig ist, dass die Gesellschaft das vielleicht einfach ausprobieren sollte? Also wenn du erlaubst, trenne ich da nicht. Ich trenne nicht in sie und wir, weil wir sind eh nur wir. Und die Verbundenheit ist das, wonach wir alle trachten. Ne? Und solange wir das so sehen, in wir einerseits und sie andererseits, kann es eh nicht funktionieren. Weil dann gibt es tatsächlich Seiten, die sich bekämpfen oder die mindestens sich die Relevanz absprechen wollen. Ne? Ich entschuldige, ich bin Botschafter der Kinder und ich möchte deine Frage anhand der uns angeborenen Veranlagungen beantworten. Die angeborenen Veranlagungen, mit denen wir alle auf die Welt also gekommen sind und die uns abhanden gekommen sind, aber wo uns die Kinder zeigen, wie eine bessere Welt aussehen könnte und auch die, die du als die Gegner nennst, die sie auch kennen und nicht übersehen können. Ich führe nicht ein Leben im Kampf, im Gegenteil. Weißt du, alleine zum Beispiel die Tatsache, dass meine Eltern nicht gegen die Schule entschieden haben,
Meine Eltern hatten nichts gegen Schule. Meine Eltern haben uns nicht schützen wollen vor etwas, das ihnen nicht gefallen haben sollte oder so etwas. Nein, meine Eltern haben sich nicht gegen etwas entschieden, sie haben sich für etwas entschieden. Und zwar für die Rhythmen und Rituale der Kinder. Für sie war es unmöglich, ein Kind, das schläft, zu wecken. Und für sie war es undenkbar, ein Kind, das Spiel zu unterbrechen. Und dann mussten sie Bedingungen erfinden, die es ja nicht gegeben hat. Das ist nicht so, dass sie aufgewacht sind und gesagt haben, oh toll, alle Bedingungen sind da, so machen wir das. Nein, sie haben diese alle entwickelt und möglich gemacht. Und darunter war die Tatsache, uns nicht in die Schule zu schicken, weil sonst hätten sie uns wecken müssen oder unterbrechen sollen in unseren Spielen. Also nicht gegen etwas, sondern für etwas. Und wie du siehst, glaube nicht, dass es sie gibt und uns. Es gibt uns allgemein. Aber wir als Gesellschaft, und ich bin so wie du Teil dieser Gesellschaft, und du und ich haben da eine Rolle zu spielen. Und wenn, und ich glaube, solange wir das wie Fronten sehen, die sich gegenüberstehen, kommen wir nicht viel weiter, weil das ist schon wieder Krieg. Das ist schon wieder Patriarchat. Ich möchte einfach noch einmal die Kindheit hier vertreten und diese Veranlagungen kurz, nicht alle, aber ein paar davon auffließen, weil das beantwortet, was du fragst, nämlich wo könnte die Gesellschaftsordnung, wie sie heute ist, die sehr auf der Suche ist nach Neuem, und zwar weil die Menschen das wollen. Vielleicht nicht die Politiker, aber die Menschen wollen das. Es entsteht im Moment eine Welle der Liebe, und das stellst du gewiss auch fest. Das ist eben eine Welle, die nicht mal gegen etwas ist, sondern für etwas. Das sind eine unglaubliche Welle der Verbundenheit, der Liebe, der alten Sehnsüchte, die seit der Kindheit in uns liegen, nicht wahr? Uns ist immer gesagt worden, und das führt zum verletzten Kind, das wir in uns tragen, so wie du bist du nicht so gut, wie du wärst, wenn du dich abmühen würdest. So wie du bist du nicht so gut, als du wärst, wenn du meinen Erwartungen entsprechen würdest. Ja, und das hört nicht mehr auf, ein Leben lang. Ich habe dich lieb, Komma, aber ich hätte dich lieber, wenn du anders wärst, als du bist. Und das ist keine bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe geht nur durch bedingungsloses Vertrauen. Und das bedingungslose Vertrauen ist, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und das ist der Satz, den wir hören wollten und den wir immer noch hören wollen. Und wir haben eine Sehnsucht danach. Und das trägt uns alle. Und das ist die Sehnsucht nach Verbundenheit, nach einem sicheren Hafen, der uns erlaubt, in die weite Welt hinauszugehen. Das ist die eine Veranlagung unserer Kinder. Unsere Kinder wollen sonst nichts, sobald sie die Verbundenheit haben. Also sie haben eine erste Suche. Ich spreche nie von dem, was die Kinder brauchen, weil das sehr, sehr arrogant ist. Ich bestimme, was Frauen oder Kinder oder Tiere brauchen, weißt du? Es gibt nicht ein Ding, das die Kinder brauchen, denn es gibt so verschiedenartige Kinder, Zeitpunkte und Bedürfnisse, wie es Menschen gibt. So, die Kinder suchen die Verbundenheit, suchen den sicheren Hafen, um sich dann der einen Veranlagung zu widmen, nämlich in die weite Welt hinauszugehen. Und da leben unsere Kinder uns vor, was eine bessere Gesellschaft wäre, nämlich eine Gesellschaft, wo die Menschen mit offenem Herzen und offenen Armen in die weite Welt hinausgehen. Das ist, was unsere Kinder tun. Sie haben keine Vorurteile. Sie haben keine Ismen. Rassismus, Sexismus, Spezizismus, Ageismus. Haben sie alles nicht. Sie gehen in die weite Welt und begegnen Menschen ungeachtet ihrer Größe, ihres Alters, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihres Genders und so weiter. Gender sehen Sie nicht so eng wie wir, Sie sehen nicht zwei Kategorien oder irgendwas dazwischen, neuerdings, nein, Sie sehen das viel breiter gefächert. Also diese unglaubliche Offenheit des Herzens und des Geistes, wo Sie ohne Hierarchie allen Berufen begegnen und wo Sie dieses Gefühl haben, dass alle Berufe relevant sind. Weißt du, wenn du begeistert bist in deinem Beruf, macht dich das genial. Und diese deine Genialität ist das, was dich unentbehrlich macht für die Welt. Und das wissen und spüren noch die Kinder. Und wenn wir uns davon inspirieren lassen würden, dann wäre unsere Gesellschaft ganz anders. Die Kinder haben dieses Gefühl, ich bin die richtige Person am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Das heißt, ich bin nicht besser oder schlechter als eine andere Person. Ich bin die richtige Person am richtigen Ort zur richtigen Zeit, und das bist auch du. Weißt du? Das ist nochmals eine Veranlagung des Kindes. Und den Kindern müssen wir die Toleranz gar nicht beibringen, weil sie die Intoleranz nicht kennen. Siehst du? Und da wären wir schon bei einer weiteren Angeborenen dieser Veranlagungen. Kinder haben eine unglaubliche Ausdauer, wie wir es gesehen haben am Beispiel von Antonin und dem Rennfahren. Weißt du, der ist fähig, unaufhörlich zu fahren.
Die Kinder, die spielen dasselbe Spiel, die leeren den einen Becher in den anderen so stundenlang, ohne müde zu werden. Eine Million Male dieselbe Geschichte, ohne zu ermüden, ohne sich nach was anderem zu sehnen und was anderes zu wünschen. Das ist so unglaubliche Ausdauer, die die Kinder haben, weißt du? Und wir wären froh, wenn unsere Erwachsenen ein ganz klein bisschen von dieser Ausdauer hätten, die die Kinder haben, wenn sie aber spielen. Nicht in anderen Fällen. Die Kinder haben diese unglaubliche Fähigkeit, über sich hinaus zu wachsen, über zu große Pfützen zu springen, zu hohe Treppen zu gehen oder eben zu fahren, wenn es so kalt und nass ist. Und wenn wir ein ganz klein wenig von dieser Fähigkeit hätten, die wir Mut nennen und die unsere Kinder die ganze Zeit zeigen, es gibt nichts Mutigeres als ein Kind. Also wie die Kinder sich ständig überwinden und dazu bereit sind, weißt du? Weinen zu sagen, okay, ich nehme die Lage an, halt. Weißt du, diese unglaubliche Fähigkeit, die sie haben, über sich hinauszuwachsen und gr dadurch größer zu werden, dass sie über die eigenen Grenzen hinauswachsen. Ach, wie anders wäre es, wenn wir es sehen, dass unsere Kinder das uns vorleben, weißt du? Wenn wir ein ganz klein wenig von der Konzentrationsfähigkeit eines Kindes hätten. Wir brauchen Jahre der Meditation, um uns 3 Minuten so tief auf etwas zu konzentrieren, wie unsere Kinder sich ganz selbstverständlich einer Tätigkeit in einer Tätigkeit vertiefen, wenn sie in ihrem Spiel sind. Sie konzentrieren sich auf eine Tätigkeit 3 Stunden lang. Und wir sind nicht mal fähig, 3 Minuten uns so tief zu konzentrieren. Weißt du, noch einmal etwas, das uns die Kinder vorleben. Dann die Freiheit. Es gibt nichts Freieres als ein Kind, weil ein Kind ist sein Spiel und kann somit unmittelbar alles sein. Präsident des Staates oder Fensterputzer, Pizzabäcker, alles in einem, weißt du? Und gleich, weißt du, wenn wir fliegen wollen, müssen wir entweder teure Flugtickets kaufen oder können im Traum noch manchmal fliegen, nicht wahr? Kinder können gleich fliegen. Und dabei sind sie der Pilot oder das Flugzeug und oder das Flugzeug und die Stewards und die sind die Luft und die sind der Vogel und die sind die Wolken und die sind es. Und diese ihre Fähigkeit zu sein, sofort, was immer sie wollen, so viele Male sie wollen oder nur einmal und so weiter. Diese Fähigkeit, die sie im Spiel haben, das ist wahre Freiheit. Sie leben uns diese unglaubliche Freiheit vor. Wenn wir ein Zehntel dieser Freiheit jemals erleben würden, wären wir so glücklich als Gesellschaft und als Individuen in dieser Gesellschaft, weißt du? Dann kommt die Kreativität der Kinder. Ich sagte es vorher, sie sind Grenzbewohner zwischen der realen und der imaginären Welt und finden zu allem eine Lösung. Und es berührt mich immer, mein kleinerer Benjamin ist einer, der immer Lösungen findet. Weißt du? Sagt man ihm, warte, ich kann im Moment nicht kommen, dir jetzt Apfel und Banane vorzubereiten. Der geht in die Küche, der holt sich einen Stuhl, der schiebt den Stuhl so lange, bis er dazu kommt, dass er die Banane herunternimmt und den Apfel und dann findet er nach Lösungen, wie er sich das vorbereitet, und er gibt nicht auf. Ich sah, wie Antonin, der Große, der wollte das Problem des Perpetuum mobile, der wollte das lösen. Ich sagte, ja, aber das geht nicht. Er sagte, das geht nicht, weil keine das gefunden haben. Ich werde derjenige sein, der Erste sein, der das löst. Weißt du, der gibt nicht auf, nach Lösungen zu suchen. Diese unglaubliche Suche nach Lösungen, nach kreativen, bis jetzt nicht gewesenen, und oft sagen wir einem Kind, naja, das hat man schon 1000 Mal erfunden. Nein, das hat das Kind erfunden für sich in seiner Welt, weißt du? Und das ist unglaublich und so zu bewundern. Ihre Fähigkeit, sich zu begeistern, sie sind im Zustand der Begeisterung. Ihre Fähigkeit zu spielen, das heißt, sich in den Zustand zu begeben, in dem wir fähig sind, alle Informationen zu verstehen und zu speichern, für immer. Wow, ich habe noch gar nicht alles genannt und schon siehst du alles, all die Möglichkeiten, die wir Kinder den angeblichen Erwachsenen vorleben, wie eine bessere Welt aussehen könnte. Und das erweckt in uns großen Kindern und in uns kleinen Kindern, das erweckt eine solche Nostalgie und eine solche Sehnsucht, dass wir sie jetzt nur noch wirken lassen sollten. Denn eventuell ist sogar Unbehagen dabei, aber in diesem Unbehagen wurzelt das Neue, und das Neue per Definition ist heute nicht bekannt. Ich habe noch zwei ganz wichtige Fragen, die ich unbedingt dir stellen möchte. Das erste ist, wie weit hast du dich
in die rationale Welt, also in das Erwachsenenleben bewegt im Laufe deiner 51 Jahre? Und inwieweit hast du deine Kindheit in deinem 51-jährigen Körper bewahren können? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, die ich auf keinen Fall vergessen möchte, ist, ist das Ganze nicht eine gewollte Konditionierung des Menschen? Kommen wir vielleicht einfach mal erstmal zu der ersten Frage. Die zweite Ja. stelle ich auch gerne nochmal, aber die ist mir ganz, ganz wichtig. Nicht, dass ich die vergesse. Die zwei Fragen möchte ich dir unbedingt noch stellen. Also rational und erwachsen, da bist du auch noch gefangen im Alten. Entschuldige, warum sollte Rationalität eine Fähigkeit sein, die man erst im Erwachsenenalter besitzt? Oder warum sollte das verbunden sein mit dem Erwachsenen sein? Weißt du, Kinder sind rational und irrational, und so sind wir eigentlich alle, sind rational und sind das, was wir fantasievoll nennen, so herablassend. Und sie trennen all das nicht. Das sind Kategorien, die für Kinder nicht existieren. Sie trennen das Spirituelle und das Rationale nicht, das Wissenschaftliche und das Fiktionale nicht. Und indem sie das nicht trennen, bereichern sie all diese Welten, weißt du? Und indem sie das nicht trennen, haben sie auch eine viel globalere Sicht der Dinge. Als Kind war es mir schon bewusst, dass ich das Kleinste vom Universum in mir trage, die kleinsten Dinge des Universums. Weißt du? Und noch unter der Quantenphysik, die trage ich in mir. Ich habe milliardenfach dieses in mir. Und das unendlich Große vom Universum gleichermaßen beinhaltet ja mich. Ist das rational oder nicht? Das ist höchste Wissenschaft, weißt du? Und das ist ein Gefühl, das dich verbindet mit allem, was in diesem Universum existiert. Und du bist nur Teil davon. Und das bewirkt Respekt, das bewirkt, ja, was nennst du rational? Also, Vielleicht darf ich das noch mal ganz kurz beschreiben. gerne. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir in die Welt gucken mit unseren Augen, und ich bin ja Fotograf, deswegen ist für mich das Auge natürlich etwas ganz, ganz Wichtiges. Natürlich auch das Gefühl, aber das Auge ist eins der entscheidendsten Dinge, um gute Fotos zu machen. Und ich habe dann irgendwann recherchiert und bin auf den Namen Fovea gekommen, Fovea Centralis. Deswegen nenne ich auch eins meiner Projekte Project Fovea. Und zwar die Fovea ist das Organ im Auge, wo das Licht drauf fällt. Und in diesem Moment, in dem das Licht auf dieses Organ fällt, auf das Organ des schärfsten Sehens, muss das Gehirn sozusagen interpolieren, alles, was wir im Leben erlebt haben. Und alles, was wir im Leben erlebt haben, ist sozusagen in uns gespeichert. Wir können nur teilweise nicht darauf zugreifen oder nur auf sehr, sehr wenig darauf zugreifen. Also jede Millisekunde, jedes Wort, jede Aktion ist gespeichert. Und dann braucht es noch dazu, damit das Auge ein Bild erzeugen kann, die Intuition. Das Intuitive, das Spirituelle, das kosmisch-spirituelle, um ein Bild zu erzeugen, um sehen zu können. Und du hast gerade etwas gesagt, was ich sehr, sehr interessant fand und was nämlich auch meine These bestätigt. Es kommt nicht darauf an, dass das eine besser ist, das Rationale besser ist als das Intuitive, sondern es kommt darauf an, dass wir in einem Gleichgewicht leben. Und wenn wir in einem Gleichgewicht zwischen spiritueller und rationaler Welt leben, dann können wir das sozusagen verbinden. Und das tun Kinder. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und das, was aus meiner Sicht im Moment hier auf dieser Welt passiert, durch die Hierarchie ist, dass sich das Rationale sozusagen in den Vordergrund schiebt, die Wissenschaft, die Naturwissenschaft, alles das, was wir beweisen können. Und Nochmals Patriarchat. das Intuitive, das Spirituelle wird sozusagen als Möglichkeit im Idealfall, aber auch als Spinnerkram, wir brauchen ja nur an die Homöopathie zu denken oder auch an viele andere Dinge, an Dinge, die nicht erklärbar sind. Und wenn sie nicht erklärbar sind, folgt diese Gesellschaft diesen Dingen nicht. Das haben wir auch in der Corona-Krise erlebt. Die Corona-Krise war aus meiner Sicht die größte Gefahr, die aus dieser Corona-Krise herausgegangen ist die Manipulation und das Totschlagen der intuitiven Fähigkeiten der Menschen. Nämlich Vertrauen zu haben auf den Körper, Vertrauen auf die Intuition, Vertrauen auf die
auf das Urvertrauen, dass wir nämlich einen Weg finden, aus dieser Krise herauszukommen und zu überleben. Und diese Krise, und das ist meine Wahrnehmung zumindest, hat die Restintuition in der Gesellschaft zerstört, massiv zerstört. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Ich wollte nur noch mal kurz erklären, was mir ganz, ganz wichtig war, das Intuitive und das Rationale. Du hast andere Worte für diese Dinge, die ich auch sehr schätze und die ich aber, wenn ich dir zuhöre, dann doch in etwa so auf einen eher ähnlichen Erfahrungsschatz zurückkommt, also eine ähnliche Gewiss. Sache. Gewiss. Und tut mir leid, das sieht aus wie eine Marotte von mir, ist vielleicht eine, aber wir haben wieder die patriarchalische Struktur, nämlich wir haben entschieden, dass das Rationale dem Männlichen gehört, weißt du, Männer sind rational, technisch, wissenschaftlich und so weiter, und Frauen sind mehr intuitiv, mehr spirituell, mehr instinktiv und mehr emotional, nicht wahr? Weil natürlich mit dem Rationalen geht auch das emotional Starke, nicht wahr? Ein Mann weint nicht, ja, und so weiter. Also du merkst, und deshalb, und das, was wir haben Konzept Männlichkeit einerseits und Konzept Rationalität andererseits, aber beide verbunden und das gehört zusammen, das wird erhoben. Und das andere wird etwas unterdrückt oder lächerlich gemacht. Das ist das Instinktive, das Körperliche, das Organische, das Intuitive, das halt Weibliche. Interessant, oder? Wir haben immer wieder dieselben Muster. Unglaublich, wie simpel diese Ordnung tickt. Ja, wenn ich von imaginären und von realen Welt spreche, bin ich auch sehr nah daran, was du jetzt als einerseits spirituell oder Intuition nennst und andererseits eben das Rationale. Diese Trennung hat, um deine ursprüngliche Frage zu beantworten, diese Trennung hat in meinem Leben nicht stattgefunden, bis heute nicht. Und deine Frage war in zwei Teilen, und zwar du fragtest, wie mein Kind sein, mein Kind bleiben, mein gebliebenes Kind, wie sich das im Körper widerspiegelt. War das Ja, deine Frage? also ich hatte dich gefragt, inwieweit du dich, also ich beschreibe das vielleicht mal anders, vielleicht auch an meiner Situation. Ich habe, wie du, bin ja durch ein Schulsystem gegangen. Und es gab aber in meinem, durch meine Krankheit und durch meine Kindheit sozusagen ein Festhalten, dass ich das Kindsein sozusagen, die Fantasie und das Gleichgewicht aus rationalem und intuitivem Verhältnis bewahren konnte. Also meine Entwicklung des Menschseins, des normalen klassischen Menschseins, hat sich verlangsamt. Ich würde sagen, heute bin ich leider, muss ich ganz, ganz klar sagen, wenn ich jetzt mich als 20-Jähriger, als 30-Jähriger, als 40-Jähriger und als 50-Jähriger sehe, haben die schlimmen Erfahrungen mich immer mehr in Richtung Rationalität und Gesellschaftskonformität geschoben. Und ich wehre mich die ganze Zeit dagegen. Also ich spüre ganz einfach, dass es ein unheimlicher Kampf ist, das zu bewahren, weil ich nämlich weiß, dass das das Einzige ist, was mich als Mensch weiterbringt und aber es kostet mich immer mehr Kraft, gegen diese Gesellschaft anzukämpfen, die mich einfach immer so wieder reinziehen will in ihr Muster. Und das hat auch schon Körner gekostet. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn ich sagen würde, wie viel Kind, also wie viel dieser Leidenschaft oder der nee, nicht der Leidenschaft, sondern der Begeisterung Restaurant. ist noch von mir vorhanden als 20-Jähriger, 30-Jähriger, 40-Jähriger und 50-Jähriger, dann würde ich sagen, ich habe in meinem Leben pro Jahrzehnt 10% von dieser Begeisterungsfähigkeit verloren. Und ich kämpfe im Moment, weil ich weiß, das tut mir nicht gut, diese Begeisterung zu verlieren. Und ich bin auf der Suche, diese Begeisterung, diese 50%, die mir weggenommen worden sind, wieder zurückzuholen. Und das ist aber unheimlich schwer. Und das war eigentlich so die Frage, wie ist deine Erfahrung? Also du bist ja auch in einer Welt, die dich sozusagen in ihren Sog ziehen möchte. Nicht wirklich. Okay. Ich bin Teil dieser Welt und sehe mich als solcher,
Also kämpfe ich nicht gegen diese. Also wenn ich gegen diese Welt kämpfen würde und auch gegen diese Gesellschaft, dann würde ich gegen mich selbst kämpfen, weil ich ja Teil davon bin. Und ich war nie in eine Situation gebracht, wo in mir dieses Gefühl entstanden wäre, dass er sie gibt und mich und dass ich dagegen kämpfen muss. Weil ich immer den sicheren Hafen hatte. Der sichere Hafen, der ungeografisch ist, in dem man im Nonverbalen mir zu fühlen gegeben hat, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und ab diesem Moment war ich natürlich frei, weißt du? Und das ist ein unheimliches Glück und ich bin so dankbar. Es ist kein Verdienst, ich kann nichts dafür. Ich habe nichts erfunden, weißt du? Es ist mir passiert und ich bin dankbar dafür, weil es mich so nicht trennt, weil es mich so nicht zerreißt, wie es so viele zerrissen hat. Ich bin unheimlich dankbar. Ich bin nicht speziell, das sollte uns allen ermöglicht sein. Ich glaube, dass ein solches Gespräch dazu führen kann, dass du die 50 fehlenden Prozent wiederfindest. Und zwar nicht, weil du nach ihnen suchst, nicht, weil du krampfhaftig kämpfst, um sie wieder zu erringen, sondern weil du mehr loslässt und siehst, eigentlich bin das alles auch ich. Weißt du? Und dann entstehen sie von alleine. Da kommen sie von alleine, weil du nicht mehr kämpfst, nicht mehr ringst, nicht mehr Fronten siehst, sie gegen mich, ich gegen sie, sondern ich gehe durch die Welt, ich nehme und gebe. Zu mir passen gewisse Aussagen und gewisse Menschen, andere nicht. Und diese Menschen passen zu anderen Menschen, die wiederum zu anderen. Ich glaube das, was ich glaube, ich fühle, was ich fühle. Und das ist weder relevanter noch weniger relevant als das, was andere glauben und fühlen. Das ist die Sicht der Kinder. Und das ist auf jeden Fall meine. Und du fragtest, wie sich das im Körper widerspiegelt. Ich glaube, dass der Kampf uns sehr viel Energie kostet, die wir dann für was anderes nicht mehr haben. Das ist klar. Das bedeutet nicht, dass ich keine Probleme habe. Das bedeutet nicht, dass ich keine Ängste habe. Das bedeutet nicht, dass ich manchmal so total in der Angst bin, um die Gesundheit, um das Gehen geliebter Menschen und so weiter. Das bedeutet nicht, dass ich keine Probleme habe, aber das bedeutet nur, dass ich spielerisch der Lösung nachgehe. Und ich bin sicher, das widerspiegelt sich im Körper. Und du hattest eine letzte Frage. Ich weiß gar nicht mal, welche das war. Ich wollte nur noch ganz kurz darauf reagieren. Ich Ja, glaube, das Entschuldigung. ist ganz, ganz wichtig, auch den Menschen, die jetzt zuhören, auch zu sagen. Ich glaube, wie du es beschrieben hast, das Nichtkämpfen, das Loslassen ist eines der wichtigsten Dinge im Leben. Und ich glaube, am Ende müssen wir auch das Leben loslassen. Das besteht jedem Menschen bevor. Und ich glaube, dieser Heilungsprozess des Loslassens ist vielleicht auch die Lösung. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass du das gesagt hast. Und dass wir das einfach jetzt vielleicht auch so ein bisschen den Leuten klar machen können. Wenn diese Gesellschaft sich evolutionieren will und einfach wieder mehr das Kindliche in sich entdecken will, dann muss man einfach nur loslassen. Marotten loslassen, Gewohnheiten loslassen, Privilegien loslassen. Man muss einfach wieder bereit sein, auch neu anzufangen. Ich glaube, das war so ein bisschen, was ich da rausgenommen habe und was in jedem Menschen eigentlich eine unglaubliche Motivation und auch Möglichkeit aufzeigen kann. Die zweite Frage, die ich an dich hatte, ist, Moment, darf ich ja. kurz, darf ich auch kurz da Ja, reagieren? Entschuldige. natürlich, natürlich. Achtung, Achtung, das muss etwas sein, das von alleine passiert und ich glaube, das ist der Fall nach so einem Gespräch. Also etwas startet. Weil wenn wir den Menschen sagen, du musst dich verändern, Nee, nee, natürlich. dann sind wir wieder beim, so wie du bist, bist du nicht gut und das wäre besser, wenn du anders wärst, als du gerade bist und das wollen wir nicht mehr. Das hat uns erschöpft. Weißt du, nur um das noch hinzugefügt zu haben. Also, endlich. Ganz wichtig. War ein wichtiger Zusatz auf jeden Fall. Okay, kommen wir zu der vorletzten Frage. Wenn das so ist, wie du das sagst, dass die Hierarchie und einfach auch das System, so wie es ist,
kann ja eigentlich nur die Konsequenz sein, dass wir einer absichtlichen Konditionierung der Gesellschaft unterliegen. Das heißt also, es muss etwas geben, was die Menschen sozusagen von Generation zu Generation zu Generation dazu konditioniert, ihre Nachkommen in diese Konditionierung hineinzubringen. Ich habe da mir sehr, sehr lange Gedanken drüber gemacht. Und ich würde dann natürlich auch ganz gerne hinterher sagen, welche meine Gedanken waren, warum diese Konditionierung stattfindet. Ich würde aber ganz gerne wissen, was ist die Ursache, dass wir sozusagen so eine Gesellschaft haben, die in so einem Ungleichgewicht lebt, und einfach diese Kindheit einfach verliert. Was ist die Ursache? Die Ursache, habe ich schon gesagt, ist der Moment, wo wir Kategorien erfunden haben und Menschen und gedacht haben, dass wir Menschen in diese Kategorien stecken können. Dann hat das angefangen und das hat seitdem nicht mehr aufgehört. Und das ist keine bewusste Konditionierung, weißt du? Das ist einfach das, was ich vorher gesagt habe. Unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen, weißt du? Und wir haben jegliche Möglichkeit, dass sie das werden können, was sie werden könnten, dadurch ersetzt, welche Vorstellungen wir haben, was sie sein sollten. Um es nochmals deutlich zu machen. Du weißt, dass in der Quantenphysik, wenn du ein Phänomen beobachten möchtest, benutzest du dazu ein Werkzeug. Und das Werkzeug ist selbst quantisch, hat also einen Einfluss darauf, was gerade beobachtet wird. Das heißt, das, was du beobachtest, ist gerade so, wie es ist, weil du es beobachtest. Das ist interessant. Und das ist nicht sehr anders bei Kindern. Nämlich, es ist so. Wie gesagt, das Kind sieht, also unsere Kinder müssen uns gefallen, um zu überleben. Wenn sie uns nicht gefallen, würden wir sie liegen lassen und sie würden nicht überleben können in den ersten Wochen und Monate und Jahre ihres Lebens, weißt du? Sie müssen uns gefallen, deshalb sind die Babys auch so süß. Weil die Evolution die süßen Babys besser überleben hat lassen als die nicht süßen. Bei allen Spezies ist es so. Und sie müssen uns nicht nur optisch gefallen, sie müssen uns durch ihr Benehmen gefallen. Und dann haben sie die besten Chancen, dass wir uns um sie kümmern. Dass wir uns dazu bewegt fühlen, uns um sie zu kümmern. So, das heißt, das Kind bemerkt sehr schnell. Das Kind weiß, dass es alles werden kann. Alles. Und auch Dinge werden kann, die heute unbekannt sind. Aber es bemerkt, wenn ich dem entspreche, was die Erwachsenen im Kopf für Konzepte über Kindheit haben, dann werde ich mehr geliebt, also bekomme ich mehr Pflege, als wenn ich bin. Und damit haben wir dann all diese Möglichkeiten verschwinden lassen von dem, was wir werden könnten, wenn man uns dadurch nicht konditioniert hätte, dass man gewisse Ideen und Konzepte haben, die keiner, noch einmal, keine und keiner selbst getestet hat. Also, und dass wir so geworden, wie man uns gesehen hat. Und dass wir unsere Kinder so ansehen, wie wir angesehen werden und das endlos, endlos so reproduzieren, nicht wahr? Wenn ich so geworden bin, wie man mich gesehen hat und wenn ich mein Kind so ansehe, wie ich angesehen worden bin, dann ist das endlos. Wir müssen diesen Teufelskreis irgendwo brechen, unterbrechen. Und das machen wir mit so einem Gespräch. Und tut mir leid, der Ursprung ist noch einmal immer wieder das Gleiche, nämlich die Erfindung des Patriarchats. Und wir haben eine Gesellschaft, die darunter leidet. Ich darf vielleicht mal, damit wir das vielleicht abgleichen können, aus meiner Sicht ist es so, die deckt sich ziemlich mit deiner. Ich habe es nur noch vielleicht auf ein paar Punkte spezieller gesetzt. Ich glaube ganz einfach, dass die Hierarchie an ganz oben sitzt eine Elite. Diese Elite habe ich ja auch teilweise kennengelernt und sie fühlen sich als etwas Besseres. Das muss man ganz klar so sagen. Sie fühlen sich sozusagen als diejenigen, die mit den anderen spielen können. Das heißt, die andere lenken und in Richtungen lenken. Auch natürlich dann weiter unten in der Hierarchie Gesellschaften verändern, so wie sie es gerne wollen. Nur daraus sind aus meiner Sicht die Ideologien, Kommunismus, Demokratie und diese ganzen Dinge entstanden, die ja alle doch immer auch sehr stark auf die Spitze und in die Spitze einzahlen.
Ich habe mir einfach überlegt, was könnte das sein, dass wir das nicht erkennen, dass wir sozusagen unsere Kinder in diese Konditionierungsschleife bringen. Und aus meiner Erfahrung ist es, dass wir, wenn wir Kinder in die Schule schicken, dann wird wie bei einer Stopfgans Wissen reingestopft. Dieses Wissen ist aber keine eigene Erfahrung. Und wenn ich etwas nicht selber erfahren habe, gespürt habe, dann sind die ganzen emotionalen Dinge ausgeklammert, wie Empathie, Lust, aber auch Gefühl, die ganzen Gefühlswelten fehlen. Das heißt also, es ist totes Wissen. Es ist sozusagen tote Materie, die wir wie eine Stopfgans in Kinder reinstopfen. Und dadurch wird immer nur eine Gehirnhälfte getriggert und die andere verkümmert. Und dadurch entsteht dieses Ungleichgewicht. Und dann sind wir in einer Gesellschaft, die sozusagen nicht mehr das Spirituelle als gleichberechtigt sieht, also das Weibliche und das Männliche, wie du das nennst, sondern wir haben ein extremes männliches zu weiblichen Ungleichgewicht. Und das gilt für Frauen genauso wie für Männer. Da gibt es kaum Unterschiede. Ich glaube, Frauen sind fast genauso rational männlich, wie Männer männlich sind. Und dieses Ungleichgewicht, darum geht es mir in meinen Gesprächen natürlich, den Leuten klarzumachen, dass wir das sozusagen ausgleichen müssen, dass wir der Spiritualität, den Alternativen, dem Urvertrauen, der kosmischen Energie, dass wir dem wieder diese Aufmerksamkeit geben, denn das ist auch die kindliche Energie, die uns treibt. Könnte man das so, kommen wir da so zusammen? Fast. Fast, nur dass ich das Weibliche zum, also nur um ein Beispiel zu geben, weißt du, du sagst das Weibliche, das Männliche und so weiter, ja, das haben wir getrennt, aber das gehört zusammen. Natürlich, Weißt du? natürlich, Und natürlich auch. wir können ein Gleichgewicht zwischen etwas, wir können ein Gleichgewicht zwischen zwei Dinge finden, zwischen zwei Dingen erst dann finden, wenn wir sie erst getrennt haben. Weißt du? Und dann haben wir erst noch die Arroganz zu sagen, das ist männlich, das ist weiblich. Und Menschen dazu zu bringen, zu glauben. Und weißt du, das Weibliche im Mann und das Männliche in der Frau und so weiter ist immer noch eine Trennung. Ja, bin ich Und und 100% bei dir. eben, und ich sehe es, wie die Kinder das sehen, nämlich viel einheitlicher. Genau. Ich sehe es, bevor man es getrennt hat und versucht, irgendwie ein Gleichgewicht, weißt du, wie Life-Work-Balance. Weißt du, dass man ein Gleichgewicht findet zwischen Arbeit und Privatleben. Also wenn man beide erst nicht trennt, braucht man gar kein Gleichgewicht mehr, weißt du. Und Kinder trennen das alles nicht. Und ich glaube, wir leben tatsächlich in einer Gesellschaft der Trennung. Das ist klar. Wir leben in einer Gesellschaft der Trennung und unsere Kinder leben uns vor wie eine Gesellschaft der Verbundenheit, wir. Das ist es, ja, auf jeden Fall. Dann jetzt nochmal die allerletzte Frage, auch darauf bezogen. Es ist ja, wir leben ja in einer Welt, die unglaublich brutal ist, die unglaublich menschenverachtend ist, in einer Welt, die voller ja, Illusionen ist. Also alles, wenn man hinter die Kulissen guckt, dann zerfällt diese Illusion sehr schnell. Ich habe hinter sehr viele Kulissen gucken können. Und hinter jede Kulisse, hinter der ich geguckt habe, kam eine große Enttäuschung heraus. Also die Begeisterung für das, was ich dafür empfunden habe, ist dann eigentlich zusammengefallen wie ein Kartenhaus, weil ich einfach gemerkt habe, es geht nur um Geld, es geht nur um Macht, es geht nur ja, Ausbeutung. Und in den aller seltensten Fällen geht es wirklich darum, nämlich um Idealismus, um schöne Dinge in die Welt zu bringen, um anderen Menschen auch etwas Gutes zu tun. Es geht einfach, also aus meiner Sicht ist diese Welt renovierungsbedürftig und zwar hochgradig. Sie ist pathologisch ein schwer kranker Patient. Die Demokratie ist ein schwer kranker Patient, aber auch alle anderen Ideologien. Wie kriegt man das mit der Erkenntnis, die du hast und mit diesen Gefühlswelten, die du hast, kriegen wir eine Gesellschaft dazu, dass sie das ausprobiert, was du vorlebst und was Kinder vorleben? Und wie kriegen wir diese Gesellschaft auf eine bessere Bahn? Wenn ich das wüsste, wäre ich ein Scharlatan, der behauptete, er kennt die Lösung für die ganzen Menschen dieser Welt.
Und ich glaube einfach nicht, dass es eine Lösung gibt, sondern dass es mindestens und demnächst 8 Milliarden Lösungen gibt, die alle in Interaktion wirken sollten, damit es irgendwie dann organisch und funktionstüchtig ist. Ich glaube nur, dass man, wie du sagst, vorleben kannst. Und wenn man ein ganz klein wenig diese Sehnsucht erweckt, und durch so ein Gespräch tun wir das noch einmal, dann startet etwas. Es ist etwas, das ich alltäglich erlebe. Ich erlebe, wie die Tatsache, diese Landschaft, diese eingangs erwähnte Landschaft, die Tatsache, sie zu beleuchten, weckt, also macht, dass diese Sehnsucht, die in uns allen ist und so überdeckt ist mit allen Konzepten und Ideen und so weiter, dass sie nicht mehr unsichtbar wird. Also dadurch, dass wir das kurz erblickt haben, brennt das Feuer wieder, und diese Sehnsucht und die Tatsache, dass wir sehen, dass diese Sehnsucht auf was beruht, auf das möglich ist. Weißt du, mein Leben ist ein Beweis dafür, dass es möglich ist. Macht, dass wir nicht mehr machen können als wie vorher. Weißt du, noch einmal ein Beispiel. Ich habe davon gesprochen, über den Kopf eines Kindes zu streichen, eines fremden Kindes zu streichen. Ich bin sicher, keine und keiner hier kann morgen mit der Hand über den Kopf eines Kindes, keine und keiner, die jetzt dieses Gespräch gehört hat, kann morgen über den Kopf eines Kindes mit der Hand fahren, ohne dabei zu bemerken, irgendetwas, weißt du? Und ich glaube, es ist von vielem, das wir heute besprochen haben, auch der Fall, dass sie bewirken, dass etwas entsteht, das nachher nicht mehr sein kann wie vorher. Weißt du, das Ganze, und somit könnte ich abschließen, das Ganze ist von mir nur eine Hoffnung. Eine Hoffnung, mein letztes Buch heißt Reise in das unbekannte Land des Vertrauens. Das ist ein unbekanntes Land. Ich tue es nur beleuchten. Ich habe es ja nicht erfunden. Weißt du, ich habe höchstens an der Kordel gezogen, damit der Vorhang hochgeht. Man kann mich für das nicht bewundern, dass ich daran gezogen habe. Weißt du, und diese Landschaft ist dahinter. Diese Landschaft, dieses unbekannte Land, das Vertrauen, dem ich ein Buch gewidmet habe. Meine Hoffnung ist, dass dieses Land, wenn es einmal euch vorgestellt worden ist, wie eine Einladung wirkt, dass ihr plötzlich. Ich weiß, dass ihr für die Zeit dieses Gesprächs, dass viele unter euch dann auf diese Seite des Spiegels getreten seid, wo das Vertrauen herrscht. Und meine Hoffnung ist, dass aus irgendeinem Grund irgendwelche unter euch dann den Wunsch spüren, etwas länger auf der Seite des Vertrauens zu verweilen. Denn jede Minute, die wir auf der Seite des Vertrauens verbringen, ist ein Segen für diese Welt. Und in diesem Sinn möchte ich euch danken und dir für die Gelegenheit und euch danken, dass ihr mitgekommen seid auf diese Seite des Spiegels, weil es eh keinen Frieden geben wird auf Erden, solange wir nicht im Frieden sind mit der Kindheit. In diesem Sinn wünsche ich ganz viel Begeisterung und vor allem ganz viel Vertrauen. Und ich danke dir sehr. Ich danke dir auch sehr. Ich möchte natürlich unbedingt natürlich auch noch ein sehr interessantes Buch von dir vorstellen. Begeisterung. Und zum Abschluss möchte ich vielleicht so ein, zwei, drei Zitate noch kurz davor lesen. Die Energie der Kindheit wiederentdecken. Was mich sehr begeistert hat, ich hoffe, ich finde das jetzt auch gleich, sind Begeisterung kann man nicht erschaffen, also kann man sie auch nicht zerstören. Sehr, sehr schön. Hat mich wirklich sehr, sehr begeistert. Ich finde es auch sehr, sehr schön gemacht, wie einfach große Headlines da drin sind, die Ja, wirklich ist viele ein Dinge sehr auch auf den schönes Punkt Buch. bringen. Und dann die wahre, persönliche, aufrichtige, im Alltag verankerte Kompetenz ist nichts anderes als der Nebeneffekt der Begeisterung. Sehr Ja. schön. Ich darf noch eins hoffentlich vorlesen. Ich hoffe, die Zeit hast du noch. Jedes Kind will ein Held sein. Und jetzt mache ich noch das Letzte. Begeisterung kostet nichts, weder Geld noch Zeit noch Energie. Es ist eher umgekehrt. Es ist fast sicher, dass die Begeisterung Geld, Zeit und Energie bringt. Lasst man ihr nur freien Lauf. Danke dir sehr für das Interview, André. Ich hoffe, wir
sehen uns irgendwann mal wieder in einem Interview oder vielleicht auch Ich zu einer der anderen Dinge. Aktion. Es war wirklich sehr interessant und es freut mich, ja, ein lebendes 51-jähriges Kind getroffen zu haben. Danke dir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Da in den letzten Monaten die Spenden merklich zurückgegangen sind, möchte ich euch nochmal herzlich darum bitten, uns mit unserer Arbeit zu unterstützen. Ihr helft damit, unabhängigen und kritischen Journalismus zu ermöglichen. Bitte vergesst auch nicht, uns bei YouTube und Telegram zu abonnieren. Vielen Dank, euer Kai Stuth.